Psycho tritt bei, Psycho tritt bei, Psycho tritt bei, beigedreht. Bist du schon drin? Das wird ja nochmal sehr interessant, das Rennen. Oh. Park wie Club. Ich hab keine Lust. Das nochmal. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Die drei haben den Dominator GDX genommen. Ich hab irgendeinen Rotzkarrettler genommen. Egal. Ich hab auf jeden Fall die größten Räder von uns. Wieso höre ich mir gerne das mit die Ablaufzeit? Hä? Ich hab nicht gerade das Piepsen gehört, dass die Zeit abläuft. Alter, wer denn da so ein Auto mit diesem Reifen? Donkreifen. Oh Gott. Das kann aber was werden, ey. Und ich hab Verstand verpasst. Ja! Ja, ich geh mal. Fahr am besten rückwärts, ein bisschen schneller. Ich hab die Alter, wie alle wegzieht, ey. Mann, ey. Oh, Ziran. Dreh dich wieder richtig. Ja, und Stefan kommt von hinten. Ach nee, das bin ich gar nicht. Ich bin weit weg. Ja, nee, alles gut. War Dani. Das hätte jetzt aber richtig dumm ausgehen können. Einfach von hinten rein. Was ist denn hier los? Oh. Hä? Stefan, Achtung. Ja, sorry. Nee, alles gut. Ist ja nichts passiert. Ich hab dich bloß gewarnt, dass nichts passiert. Ich hab dich heute schon fast weggedrängt, deswegen. Ich hab's nämlich gar nicht gesehen. Ich bin immer noch fast neben dir, ne? Hä? Oh, okay. Oh Mann, Zeran. Spaß. Ja, Bau! Er blockt mich. Ich block dich nicht, ich bin wurde von Zeran geblockt. Du hast mich geblockt. Nein, kein mehr berührt. Also berühren sie immer nicht dran. Oh, jetzt ist schön, boah. Kann was werden mit dir, ey. Wenn wir da zu dritten Hamburger rennen. Ja, wow. Ja, du kannst echt nicht fahren. Ja, du bist an der Wand reingefahren, was soll ich denn da machen? Ja, und du bretterst auch nochmal mich rein. Ja, du bist jetzt mich nochmal reingetreddert nochmal. Ja, siehst du kannst auch nicht fahren. Ja. Haben dich aber wenigstens nicht weg. Habe ich auch nicht gemacht. Guck mal jetzt. Ja, ich hab dich halt geschoben. Oh Mann, Windschatten. Hey, hey Stefan. Ich hab letztens eine Ortschaft entdeckt, die heißt Lehmhausen. Nein. Willst du da vielleicht hinziehen? Ja, in der Lehmhütte. Aber Lehmhütte, Lehmhaus, das passt ja eigentlich voll eigentlich, ne? Wo war ich denn da in Lehmhausen? Wo ist das? Das ist irgendwo im Saarland. Oder Lehmhütten oder irgendwas mit Lehm auf jeden Fall. Oh nein. Was machst du im Saarland? Ne? Arbeit? Achso, ja gut. Das ist klar. Magnetec, was kann ich nicht fahren, ey? Ich bin zu schnell. Das ja, ist auch viel zu schnell. Wie Windschatten gehabt? Von allen habe ich das schnellste Auto, weißt du? Ja. Du bist wow. Stefan, ich schlag dich so kaputt, Digga. Ja, kannst du ruhig machen. Nein. Guck mal, den Punkt habe ich bekommen. Und du kickst mich hier einfach die Straße. Ich sag dir auch, wo Stefan dann ist. Hör auf zu diskutieren, Stefan. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab dich gar nicht vielleicht minimal angeschubst oder so, aber das war. Du hast mich da runtergekickt. Jetzt bist du 15 Sekunden vor mir, du Schwanz. Ja, du holst mich ja eh wieder ein. Zeran zieht wieder weg mit seiner Ultrakarre. Spätestens in der vierten Runde bist du eh wieder bei mir. Also. Aber hier war das klar, dass Zeran gewinnen wird. Mach dir mal keine Sorgen, Tech. Weil er dieses eine Auto so gut fahren kann. Ja, Daniel. Ich hab dir doch vorhin was von Maschen erzählt, ne? So. Ja. Da hat einer geschrieben, man kann am Haltepunkt Maschen. Ja, wahrscheinlich. Ich kenn mich in Maschen nicht aus. Aber ich glaub eher nicht, oder? Nein. Dachte ich mir schon fast.
Aber bist du dir ganz sicher, dass das mal ein unsichtbares Element ist, Nico? Ich habe nicht gerade so ein kleines Wandstück da rausstehen sehen von der Wand, wo ich dann vorbeigefahren bin. Also da war gerade so ein ganz kleines Ding. Ja, manchmal ist das beim Bauen mit drin. Das habe ich bei meiner Strecke auch gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, an der einen Stelle vorne auf jeden Fall, dass das so eine Art Bug war, weil das war so ein geschlossenes Teil, also kein zusammengesetztes. Okay. Das war so ein langes Straßenteil, was da als Wand verbaut war. Hey, das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor, das Rennen hier. Es ist dieses Ovalrennen irgendwie auch geändert. Ja, das ist eine andere Variante von dem Ovalrennen. Boah, jetzt habe ich den Punkt verpasst. LS-Bahn-Rennen, besser gesagt. Ja. Alter, jetzt habe ich eine Regional. Oh. Kam mir gerade irgendwie bekannt vor, die Stelle da oben. Ja. Gibt alles Park Oval Loop, Mid Loop und ich weiß gar nicht, ob es Small Loop auch gab. Sag mal, Jan, der RE8 hält der vor Hamburg nochmal irgendwo? Hält der in Rahlstedt? Soweit ich weiß, ja. Scheiße. Ich hab den eingeholt, jetzt muss ich nach dem Meer fahren. Oder Müll. Was bei mir eben nicht geblickt hat, ganz ehrlich, manchmal, dass ich erstmal. Muss ich sagen, beim Train-Ding-Simulator muss ich da sagen, dass ich da manchmal Probleme habe mit wie man da losfährt. Da muss man voll die vielen. Hey, Zufall, das ist ja voll einfach, musst du nur einen Knopf drücken, habe ich gehört. Ich meine halt so, die irgendwie keine Bremse lösen, das habe ich irgendwie nicht geblickt, irgendwie, das weiß ich nicht. Du musst immer nur einen Knopf drücken, Stefan. Nee, oder auf Hebel ziehen. Genau, nee, den Lenken. Daniel, ich bin auch gerade am überlegen, welcher Zug hier auch daneben anhält. Ja, die RB81 hält auf jeden Fall, ich glaube RB81 heißt die. RB81 hält auf jeden Fall überall, habe ich jetzt gelernt. Aber ich weiß nicht, ob das andere, ob dieser Regionalexpress überall hält. In Ahrensburg hält er, das habe ich vorhin schon gemerkt, da stand ich nämlich. Jetzt scheint er einigermaßen gut durchzurollen. Ah, da ist schon wieder Halt erwartet, ich kotze. Will 200 fahren, los. Aber für diesen, für die Trains gibt es auch extrem viele DLCs. Ja, aber für den Trains in World, das ist ja der neue davon, das Remake praktisch, gibt es noch nicht so viel. Aber da habe ich mal gesehen, was ich beim normalen. Das ist geisteskrank. Da muss ich, glaube ich, 1000 Euro dafür zahlen, oder? Komplett über. Ja, ist inzwischen weit drüber. Für die offiziellen von Steam zahlst du 1000 Euro. Da gibt es ja noch zig von. Die von Steam sind ja Müll, die meisten, aber die von den Privatentwicklern, die sind geisteskrank gut gemacht, die Teile. Sind das nicht die von den Entwicklern von Steam da, oder? Also, nee, also Telltale Games ist das nicht. Da hab ich eine Zwangsbremse bekommen, willst du mich verarschen? Wegen was denn? Das habe ich auch nie geblickt. Ich bin normale Geschwindigkeit, also die vorgegebene Dings gefahren. In Geschwindigkeit und auf einmal hat er Zwangsbremsen gemacht, hey. Ja, das hat ja verschiedene Gründe, aber ich bin gerade mit 15 km/h auf ein halbseitiges Signal zugefahren und habe eine Zwangsbremse bekommen, ich weiß nicht warum. Scheiß Bugs, ey. Jetzt stehe ich hier, toll. Wird einfach mal Zeit, dass ich mal mehr DLCs von Hamburg bringe. Nein, die sollen mehr Süddeutschland bringen, das ist geil. Nein. Er will wenigstens eins, wo du mal die andere Seite vom Hamburger Hauptbahnhof befahren kannst. Die letzte Seite, die man noch nicht fahren kann. Ja, die Vogelfluglinie nach Dänemark ist doch, oder? Oder halt ja nach Flensburg oder Neumünster. Ich fährt ja über Dammtor. Nico, du hast auch nicht meine GTX genommen, oder? Ja. Weil dann könnte dann hätte ich mir so die Strecke geben, dann könnte ich super gut den Schwindig nehmen. Genau den selben Abstand die ganze Zeit. Und Zeran fährt vorne weg und baut immer weiter Abstand auf. Also ich merke gerade, ich habe nicht den Regionalexpress eingeholt, ich habe die Regionalbahn eingeholt. Die hält nämlich überall. Ja, da. Ach, fick dich doch, Spiel, ey. Finde auch geil, ich fahre hier die ganze Zeit das gerne alleine. Psycho sehe ich nicht mehr, einfach nur weil er mich vorher hier da rausgeschossen hat. Ich will auch keiner auf. Ich habe eigentlich gedacht, dass du mich einholst, weil. War Phase mal ein bisschen besser als ich halt. Aber ohne Windschatten geht schlecht. Was für ein Auto hast du, Dominik, der GTX? Nee. Hellfeuer.
Der ist aber eigentlich auch gut, eigentlich. Also, wo ich vorhin Probe gefahren bin halt, deswegen. Manchmal hätte ich jetzt das auch nicht gewusst. Er ist gut, nur er driftet gerne schnell um die Kurve herum. Sagt der Tonndorf was? Ja. Da bin ich jetzt. Cool. Tonndorf, was ist denn das für ein Name? Ja, weiß ich nicht. Hamburg halt. Berg der Heide. Ah, ja, Berg der Heide, da muss ich mal hin, dann hier um meine Ausbildung zu machen. Berg der Heide sagt sogar mir was. In Berg der Heide habe ich meinen Führerschein gemacht. Muss ich da durch diese Rathausstraße am Bahnhof fahren. Deine 20 Sekunden auf dich Vorsprung und hab 2 Sekunden mehr rausgeholt, hey. Wie geht das? Und auf Nico habe ich 3 Sekunden verloren. Waren vorhin nur noch 15 Sekunden, jetzt sind schon 28 Sekunden, oh geil. Du musst nächstes Mal beim einfach vorm Rennen, vom Zielcheckpoint einfach stehen bleiben und warten, bis jemand zweites durchfährt. Aber Dani, so gut wie du jetzt gerade gefahren bist, das zeigt, dass man auch mit niedrigen FPS richtig gut fahren kann. Also daran liegt es auf jeden Fall nicht. Oh nein, jetzt kommt schon der Countdown. Kommt vielleicht auf die Strecke drauf an, oder? Also auf die, was außenrum ist, glaube ich. Echt? Ich hab durchgehend 90 FPS. Howitzer war einfach 2,5 Sekunden schneller ist als wir. Das kann nicht sein. Unglaublich. Wobei hier war es ja ein anderes Auto. Okay, dann sehe ich das noch einer. Sag, wenn du dasselbe Auto hast, dann kann ich das nicht nachvollziehen.